Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine gute Überleitung. Der vorliegende Bericht des Senats geht auf einen Antrag zurück, zu dem wir als Linke damals 2019 bei der Abstimmung enthalten haben. Ich möchte auch der Debatte jetzt unsere in Teilen kritische Betrachtung nicht vorenthalten. Aber eins vorweg, die organisierte Kriminalität ist enorm gefährlich. Sie fügt vielen Menschen in dieser Gesellschaft massiven Schaden zu und sie zu bekämpfen ist enorm wichtig. Der Senat hat hier auch gezeigt, dass er einiges tut, das ist in den ausführlichen Antworten zu entnehmen. Das wichtige Mittel der Vermögensabschöpfung ist zu einem festen Bestandteil der Arbeit gegen die OK geworden und Polizei, Staatsanwaltschaft und Finanzbehörden haben ihre Verfahren gut aufeinander abgestimmt. Dass das Personal in dem Bereich der Justizbehörde verdoppelt wurde, wurde bereits gesagt. Unsere Kritik bleibt aber, nämlich, dass die Gefahr besteht, unter dem Schlagwort der sogenannten Clankriminalität eine Ethnisierung der Strafverfolgung zu bewirken und ganze Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren. Es geht dieser Kritik nicht darum, eine spezifische Form der organisierten Kriminalität zu leugnen. Es geht auch nicht darum, sie herunterzuspielen. Es geht um die nüchterne Betrachtungsweise, dass wir feststellen müssen, es gibt weder eine Klarheit darüber, was einen sogenannten Clan von einer Familie unterscheiden soll und weshalb entsprechende Verbindungen bei weißen organisierten Kriminellen vielleicht sogar mit Verwandtschaftsgrad unterscheiden soll. Und es gibt auch keine Klarheit darüber, was Clankriminalität überhaupt genau sein soll. Das BKA, es wurde erwähnt, spricht von sogenannten ethnisch abgeschotteten Subkulturen, wie das hier teilweise interpretiert wird. Ganz getreu dem Nazi-Duktus haben wir eben auch schon gehört. Aber im letzten Bericht zur organisierten Kriminalität des BKA selbst steht, nur 4 von allen 2019 erfassten Gruppierungen der organisierten Kriminalität waren homogen zusammengesetzt. Ein weiteres Merkmal sei, und da zitiere ich nochmal aus der BKA-Berichterstattung, eine eigene Werteordnung bzw. die Ablehnung der deutschen Rechtsordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage Sie ganz ernsthaft, welche Gruppierung der organisierten Kriminalität lehnt die deutsche Rechtsordnung nicht ab? Welche schafft sich keine eigene Rechtsordnung? Das gleiche Problem habe ich mit der Feststellung, die Kriminalität durch sogenannte Clan-Mitglieder sei häufig darauf angelegt, illegale Vermögenswerte zu beschaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch Grundmerkmal der OK, der organisierten Kriminalität. Das hat die gesamte OK gemeinsam. Und die sogenannte Integrationsverweigerung geht in diesem Bereich eben auch sehr häufig vom Staat selbst aus. Dass Mitglieder von einigen Familien hier vermehrt straffällig sind, ist nicht immer vom Himmel gefallen. Teilweise geht es hier auch um Familienverhältnisse, die seit Jahren oder Jahrzehnten mit befristeten Duldungen, Arbeitsverboten und fehlender Unterstützung sind. Das ist keine Legitimierung, im Gegenteil, aber es ist teilweise auch ein Teil der Erklärung. Der schwammige Begriff der Clankriminalität läuft Gefahr, die Verbindung von rassistischen Klischees und Kriminalität zu stärken und ganze Familien abzustempeln. Diese Verbindung wird von Medien teilweise aufgegriffen und obwohl das BKA das unscharf erfasste Phänomen Clankriminalität 2019 nur knapp 8% Anteil an der gesamten OK in Deutschland feststellt, zeichnet die Berichterstattung ein Bild, das einen deutlich höheren Anteil vermuten ließe. Die Bilder von Razzien in Wettbüros oder Shisha-Bars bleiben hängen, sie werden reproduziert bei Ihnen, bei mir, in der Öffentlichkeit. Diese Orte werden im Rahmen einer im Grundsatz nicht falschen Null-Toleranz-Strategie in der öffentlichen Wahrnehmung leider pauschal stigmatisierend markiert. Die Bremer Polizei tut sich hier in einem Aspekt positiv hervor. Sie wertet nicht alle Delikte von Menschen mit bestimmten Nachnamen automatisch als sogenannte Clankriminalität, sondern zählt personenbezogen. Das ist gut. Und trotzdem, glaube ich, können wir alle nicht verhindern, dass eine stigmatisierende Wirkung dieser Diskurse und Bezeichnungen nicht von der Hand zu weisen ist. Was brauchen wir also für eine Strategie? Wir brauchen stigmafreie Bezeichnungen,
den Einsatz repressiver Maßnahmen, und wir brauchen, und daran arbeitet der Senat ja bereits, ein wirksames Präventionskonzept. Aber was auch oft vergessen wird, den kriminellen Strukturen kann und sollte man eben auch präventiv begegnen, das hat Kollege Ozan Yazıcı erwähnt, und man muss hier auch die Wurzeln entziehen. Und da möchte ich noch einmal auf einen ganz anderen Teil der Präventivpolitik eingehen, im weiteren Sinne. Es braucht eine andere Drogenpolitik. Wir müssen der OK zumindest einen Teil der Geschäftsgrundlage entziehen. Auch das ist eine zukunftsgerichtete Politik im Bereich der OK. Und wir müssen die Integrationsverweigerung in Teilen des Bundesgesetzgebers beenden. Dankeschön.